Hinter diesem so glücklich aussehenden Bild steckt eine wirklich schreckliche Geschichte. Denn die Person, die ihr auf dem Bild seht, ist John Allen Chau, ein Missionar. Seine Aufgabe war es, seinen Glauben an andere Völker zu bringen, und deswegen macht er sich auf den Weg zu North Sentinel Island. Dies ist eine Insel bei Indien, wo ein indigenes Volk drauf lebt, das keinen Kontakt zur Außenwelt sucht und jeglichen Kontakt mit Aggressionen beantwortet. John versuchte, auf diese Insel rüberzusetzen, doch die Ureinwohner dort machten schnell klar, sie das nicht wollen. Direkt am ersten Tag wurde so zum Beispiel ein Pfeil auf John geschossen, damit er sich fernhält. Doch John gab nicht auf. Er schrieb zwar in sein Tagebuch, dass er hier nicht sterben will, aber als er es am dritten Tag nochmal versuchte, auf die Insel überzusetzen, wurde er durch einen Pfeilhagel umgebracht und am Strand beerdigt. Seine Leiche konnte niemals geborgen werden.